Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Willkommen in Porn Pandas Kochstudio. Was für ein Thumbnail, hä? Was für ein Thumbnail hat der Uwe da heute gezaubert? Ja, als Krokodil haben wir jetzt selber nicht getötet, nein. Also da musste Porn jetzt nicht hier kämpfen mit dem Krokodil, ich auch nicht. Das Krokodil ist aus dem Makro und wir haben es durch Zufall jetzt entdeckt hier. Und gar nicht mal so teuer, muss ich sagen. Also hier kostet Krokodil ein Kilo 89 Baht. Das sind, was haben wir denn da? Nee, 98 Baht. Ja? Na ja, gut, ein bisschen mehr wie 2 Euro, sagen wir es mal so. Also ich möchte mich jetzt hier nicht da mit meiner Frau über die paar Baht jetzt hier streiten. Das spielt ja auch keine Rolle. Auf jeden Fall, Krokodil hier sehr günstig hier, tiefgefroren, abgepackt dann da und das werden wir heute mal in die Pfanne hauen. Was gibt's heute? Krokodil mit Reis, habe ich gehört. Gut. Machen wir Krokodil mit Reis. Lasst euch überraschen, ich weiß es auch noch nicht genau, wie das da jetzt funktioniert. Aber so wie ich gehört habe, wird dieses kommen und schauen wir mal. Chili. Frauchen, du hast noch ganz nasse Haare, hast doch mit den Krokodilen auch jetzt gekämpft. Heute mit Schürze, ja, ich werd bekloppt. Ja. Jetzt, wo hast denn die her? Vom Markt. Ich hab gedacht, noch aus Deutschland. Nein. Also heute gibt's Chilis dabei. Was brauchen wir sonst noch? Ja, mal gucken, was wir sonst noch heißt. Aber heute. So, Aubergine haben wir schon. Die Frau ist wieder so schnell, ich komme gar nicht hinterher, du. Aubergine. Wo ist deine haarige Aubergine? Weg. Die hast du weggemacht? Ja, muss um 9. Guck mal, meine Chili. Noch mehr Chilis. Kaffernlimetten. Wie sieht's aus? Haben wir heute? Nein. Heute keine. Heute keine Nampa. Aber Chilis haut so ordentlich rein und das sieht schon mal gut aus, du. Ich hab Chili so viel. Ich bin ja ganz weg von deiner Schürze, ehrlich. Limettenblätter, Kaffernlimetten sind das, ja. Das sind die. Mach gut. Genau. Die brauchen wir jetzt nicht, ne. Jackfruit, ne? Also ich wollte auch zeigen hier, die hängen also jetzt nicht nur an den Ast, an dem Stamm selber dran. Die geht doch sogar rüber hier eine. Guck mal hier. Weit weg vom Stamm. Ich schweife ab. Auch ist die Frau wieder schnell. Ich komme gar nicht hinterher hier, Menschenskinder. Du willst sie nicht essen. Name. Samson. Name. Samson mit Aubergine? Ja. Nein. Die heißen anders. Die habe ich auch schon mal gewusst. Sicher? Ja. Ich muss unbedingt hier noch ein Schild dranhängen, wie die Teile heißen hier. Schlimm. So, alles erstmal putzen wieder. So, ich habe jetzt probiert, das zum Übersetzen, aber ich kriege es nirgendwo gefunden, was das jetzt ist hier. Das sei. Er sagt mir hier Übersetzer Schnittlauch und Schnittlauch ist es ja nie, das ist klar. Also es ist kein Schnittlauch, es ist was anderes. Wächst das bei uns im Garten oder hast du das gekauft? Im Garten auch so. Ich weiß es nicht, was es ist. Keine Ahnung. Und diese kleinen hier sollen auch so eine Art Aubergine sein. So, da ist auf jeden Fall schon mal das frisch zerlegte Krokodil. Sieht aus wie Hühnchen. Also ich habe schon mal gegessen Krokodil, schmeckt auch wie Hühnchen. Das muss ich sagen, ja. Was da nicht schön ist, was ist das für eine Pampe hier? Ich kann Kit in Asien shoppen und so. Zeigen. Curry, Red Curry Paste. Das
kann man ja, das kann man kaufen, das ist klar. Rote Currypaste, das sieht schon mal gut aus. So, Krokodil. Wenn man das jetzt nicht wüsste, dass das Krokodil ist, können wir eigentlich denken, kleine dass es... Kleine oder... Ja, nicht so klein, ne? Schon mundgerechte Stücke, würde ich sagen, ne? Wenn man das nicht wüsste, könnte man echt sagen, das ist Hühn. Guck mal. Oder? Und jetzt von der Festigkeit, ist auch so wie Hühnchen, oder... Ist das härter? Bisschen härter. Bisschen härter. Mhm. Ja, gut. Krokodil hat ja auch vier Beine, ne? Alles, was vier Beine hat, kann man essen. Tische. Nee, Tisch nicht, nein. Tisch nicht. Aber an Tiere. So, da haben wir jetzt hier das Krokodil. Kilowasser. Das haben wir natürlich zu viel. Das war jetzt ein Kilo. Das ist natürlich zu viel. Dann gibt es morgen halt normal Krokodil. Egal, komm. Machen wir morgen noch normal. Schön geschnitten. Normales Öl rein in den Wok. Die Currypaste. Ich habe Angst, ganz scharf, wenn ich mal Chili nehme. Das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Gut. Zack, 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 dann Krokodil hinterher. Schon scharf aus, ne? Ja, das dürfte scharf werden. Ja, ne? Ich denke also, man kann das bestimmt auch mit Hähnchen machen, ne? Was wir da jetzt machen, wenn einer jetzt kein Krokodil oder ist zu teuer in Deutschland, keine Ahnung, dann muss man halt Hähnchen dann, ne? Ja. Was ist das? Zucker. Zucker. Denk an meinen Ranzen. Bisschen Zucker. Ach so, okay, gut. Viel zu, pass auf. Nein. Lampa. Soja. Wegen hübsche. Nein, so, Napa, Fischsoße. Fischsoße, oh pardon, Fischsoße. Ah, Fischsoße. Und jetzt das Aubergine und Aubergine, ja. Das sieht aber lecker aus. Ne? Mmm.
gut. Schon gut. Nicht noch nicht scharf, ne? Noch nicht scharf. Nicht. Gar nicht, ne? Gar nicht, gar nicht. Ne? Ich will mal riechen. Warte mal, ich komme noch. Ich putze ihn, wenn ihn dritte, dann ich putze mit Gürtel ohne Exit. Ach so, also das hat überhaupt gar keinen Geruch irgendwie, dass ich jetzt sage, irgendwie das riecht nach Krokodil oder irgendwie so, ne? Also oder nach einer Hase oder was, ne? Gar nicht, das hat gar keinen Geruch oder was, ne? Kaschai. Und Pfeffer. Oh, ja, machen wir Pfeffer rein, genau. Okay, ja. Pfeffer und noch die Kaffernlimettenblättern. Und noch mehr Pfeffer hinterher. Sehr gut. Die Pfeffer von deutscher Mutter kommt zurück nach Hause, oder? Kaputt. Ja gut, eine Pfeffermühle kannst du hier auch kaufen. Das gibt es hier schon. Das gibt es hier schon zu kaufen. Sieht gut aus. Ich hab gefunden. Guck mal da. Ja, da kam schwierig, ne? Letzte Mal ein wenig Kritik auf hier. Diese Reisform sollte doch bitte in Herzform sein. Aber natürlich gehen wir doch auf unsere Abonnenten da ein. Und nehmen die Kritik doch gerne an und haben dann extra jetzt hier lange gesucht und eine Herzform gefunden für den Reis. Ach, was ist das? Ach, das, also ich glaube, jetzt schmeckt es gleich nochmal viel besser. Ne? Ha, nee, was schön. Oh. Curry, Krokodil. An Aubergine und Pfeffer. Pat-Pet-Krokodil. Ja. Oh, was schön. Oh, was schön. Ha, ah, was sieht das schön aus. Guck mal hier, mit der Herzform jetzt. Oh. Da schmeckt es doch gleich mal wieder besser. So. Jetzt kommt der große Moment. Mal ein schönes Stück hier nehmen, die Krokodil hier. Es ist härter als Hühnchen, ja? Härter? Aber schmeckt wie Hühnchen, ja? Echt mal, stimmt. Ne? Ich hatte schon mal, ist aber auch schon wieder jetzt eine Zeit lang her, hatte ich schon mal jetzt was gehabt mit Krokodil und es schmeckt wirklich wie Hühnchen. Egal. Also kannst du gut essen. Ne? So, der Rest. Ein bisschen scharf. Aber okay, richtig so. Ne? Muss ich sagen, okay, richtig. Dinge nicht. Am Reis ist nichts dran, ne? Ganz normaler Reis, ne? Aubergine. Schmeckt wie Aubergine. Klar. Also, von daher kann man ruhig Krokodil essen. Ne? Schmeckt so wie Hühnchen. Schön scharf gemacht heute. Das passt. Ja? Will ich hinterher? Nein, ne? Machen wir nicht. Bisschen härter, ja? Als Hähnchen. Tschüss.
Schön scharf? Ganz schön. Chili kommt gut raus. Ganz schön. Ach, na hier. Ganz schön. Kräuter. Kräuter, ja. Kann ich nicht einordnen. Bisschen scharf. Bisschen würzig. Keine Ahnung, was das ist. Hilfe, Hilfe! Ich weiß es nicht. Thomas, helfen bitte. Kachai, was ist das denn Deutsch? Kann ich nicht. Gut, ich würde sagen, das war's für heute. Immer dran denken. Teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Krokodil, auch lecker. Das war's für heute. Aus Porn Pandas Kochstudio. Wenn wir essen fertig, also wir haben diese. Oh. Maha Chanuk Mango. Also diese Sorte hier ist die leckerste. Maha Chanuk, wenn ihr die irgendwo findet, mitnehmen. Maha Chanuk, ganz leckere Sorte. Also, Nachtisch auch dabei. Aber jetzt muss Schluss sein. Ne? Ja. Viele Grüße und Küsse. ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอูเวอร์ค่ะขอบคุณค่ะชื่อสเล่ชื่อสเล่